Okay. Das ist ja auch interessant, aber bringt mir gerade herzlich wenig. Weil das war nämlich ganz eindeutig kein Blindgänger. Was haben wir hier? Toilette. Dafür muss ich zahlen, das ist ein Scheiß. Okay. Hierfür habe ich gerne gezahlt. Na komm. Ah, Moment. Falsche Taste, verdammt. Ich habe noch 5 Verbandskästen. MG-Patron. So, Waschbecken bringt alles nichts. Dann wieder hier raus. Mülleimer habe ich schon. Nee, nicht da hoch. Doch da hoch, weiß ich nicht gerade. Nee, erstmal hier runter. Ach, leck. Moment. Sorry, Leute, leck. So. Und Sicherheitsbot Shutdown Schalter ist das da. Ja. Den brauchen wir jetzt erstmal. Oh, ich höre eine Kamera. Okay. Du musst leider sterben. Nur einer, verdammt. So, den werden wir eben hacken. Ja, okay, fertig. Kamera haben wir. Liegt noch ein Leadheadsplicer. Wir haben eindeutig viel zu viel Munition. Ja, wir können nichts mehr aufheben. Oh, verdammt, jetzt habe ich Alkohol getrunken, ich Idiot. Egal. Oh. Oh, hier ist ein Kanal. Ein Schacht, um genau zu sein. Schrot geht nicht. Schrot kann ich nie aufheben. Hier ist nichts mehr. Moment mal. Oh. Wir kommen aufs Gleiche raus. Da waren wir eben. Ja, ihr erinnert euch. Hier wären wir rausgekommen. Also, na gut. Weg war jetzt eigentlich egal, welchen Weg wir jetzt gehen. So, da waren wir drin. Das ist der Sündenlohn! So, komm her. Noch einmal. Nochmal, weil es so schön war. Oh, da ist ja noch einer. Jetzt stehen die da zu zweit. Wie geil ist das denn? So, geht nicht mehr. Dann mache ich es jetzt kurz und schmerzlos, liebe Leute. Tschüss. Ich höre einen Big Daddy. Wo höre ich denn diesen Big Daddy? Hier. Zu Besuch beim Abschaum der Menschheit. Der Flüsse, verdammt. Los, liefere. Oh Gott, Leute. Spider Splicer Fortschritt. Etwas erhöht. Und noch etwas erhöht, bitte. Und noch ein drittes Mal, weil es so schön war. Oh, verdammte Hacke, ey. Da war ein Organ, also haben wir wieder einen Verbandskasten bekommen. Wo ist der Big Daddy? Was haben wir hier alles? Kontaktminen und sowas. Hacken wir den Safe einmal. What the hell? Da lang, da, ja, ist richtig. Da lang ist auch richtig. Da lang, da lang. Achso, da lang, ja, so. Ich dachte schon, Hilfe. So, wo ist der Big Daddy? Ich höre den doch. Oh, panzerbrechender MG-Patron und Eve-Spritze und ionischer Schrot. Sehr schön. Da, die Eve-Spritze benutzen wir aber auch mal eben. So. Aber beziehungsweise die benutzen wir nicht, sondern die holen wir uns. So, hier können wir, kriegen wir nichts mehr. Vielleicht könnte ich hier noch die Kisten versuchen, aber die haben alle nichts drin. Außer vielleicht Alkohol. Der Big Daddy.
Wo ist der Daddy? Oh Gott, jetzt hab ich mich erschrocken. Ich hab sowas geahnt, aber trotzdem hab ich mich erschrocken, Leute. Natürlich hab ich mich erschrocken. So ein Arsch, ey. Verreck, Alter. Chill mal. Was haben wir hier? Fontaine verhaften lassen. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen, nicht weil wir von Gott dazu berufen wurden. Wenn du getroffen wirst, gibst du einen elektrischen Schlag ab und fügst jedem in der Nähe Schaden zu. Sehr schön, wir haben einen Dings da bekommen. Oh, tot ist er. Warum kommen die jetzt auf einmal aus allen Seiten, wenn ich fragen darf? Mal versuchen, der hat nichts. Gut, hier ist auch nichts mehr außer einem Blutbad. Wo ist der? Ach, hier. Okay, können wir hacken. Machen wir einen Auto-Hacker, wisst ihr? So, Auto-Hacker. Leiche. Heute Mascha gesehen. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich hab gesagt, du spinnst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fisheries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Okay, wir bekommen wieder neue Informationen hier dazu. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung. Das habe ich doch schon längst gehabt. Um mich klar auszudrücken, soll das? Diesen Lumpen aufzureden. Wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klar. Verdammt, was ist das denn jetzt? Nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen, nicht weil wir von Gott dazu berufen wurden. Hier unten ist wieder die Hölle los. Oh, da ist der Big Daddy. Aber ohne Sissy, so wie es scheint. Schmugglerring. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern. Aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Okay, waren wir anscheinend noch gar nicht. Wir haben noch einen Turmband aufgehoben. Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Ist er nicht Andrew? Wo ist jetzt der Daddy schon wieder hin? Da ist er. Aber da ist er ohne Sissy und das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber gut. Dann werden wir mal eben hier aufheben, wenn hier was ist. Rapture verändert sich. Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Dieser Typ, Fontaine, er ist ein Gauner, ein richtiger Dieb. Aber er hat das Adam. Und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baut er die Fontaine'schen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird's uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Scheiß Nietenpistole. Wer hat das gesagt? So, Moment, wir hacken mal eben den Safe. So, mal ein paar Teile hoch, bitte. Noch ein hoch. Hallo, eins hoch, bitte dann eben keins hoch.
hat er doch ein Zoo. Ha. Komisch, egal. So. Safe, was ist drin? Autohacker, Kontakt mit biologischer Schrot. Dämlicher alter Mann, da ist doch nichts. Hey. Nichts! Gablet! Okay. Oh. Einen Moment, wir müssen eine neue Aufnahme machen, Leute.